Ja, jetzt sind wir beim Stand von CR4. Ich halte schon den Trueno in der Hand. Man kann sich denken, ein spanischer Hersteller. Nicht nur den Trueno gibt es hier, sondern auch die klassischen Trackers und jede Menge anderer schöne Produkte. Übrigens, wer in Valencia mal mit dabei sein will, Truenos und Trackers live zünden möchte, die Reise hat noch ein paar letzte Plätze frei. Also meldet euch gerne da nochmal an. Aber jetzt nochmal zu den kleinen Highlights. Hier ein Revival mit einer Leitwerkrakete. Aber auch viele andere schöne Produkte. Die Leitwerkrakete ja leider in der F2 wegen steigenden Effekten. Dafür in der F1 eine Knallkette. Wir hoffen sehr, die kriegt ihre Lagergrubenzuordnung, denn dann kommt sie auch direkt in den Online-Shop. Hier haben wir noch jede Menge schöner, verschiedener Varianten der Truenos. Das sind hier alles nur Dummies. Aber man sieht es hier schon sehr schön, die verschiedenen Größen. Na dann, Pyrus, auf zum nächsten Stand. So, angekommen beim Stand von Fire Event haben wir eine tolle Neuheit entdeckt. Sie hat ja schon die Runde gemacht in den sozialen Medien, der Donnerschlag von Fire Event. Ein Revival an alte Zeiten, klassisch produzierter Böller in China trotzdem. Man sieht es auch ein ganz klein wenig. Natürlich, man wird diese Qualität in China nicht erreichen können, wie sie früher in Deutschland produziert wurde. Aber immerhin ein Produkt, Schwarzpulverböller, Wirkung dazu, also die Wirkung an der Seite, ne? Hier oben und unten. Die Bigford, also einfach ein schönes, anmutendes Produkt, was aktuell so am Markt mit Ausnahme vom Weco-Kanonenschlag so nicht zu haben ist, wobei letzterer ja nicht mal diese Wirkung hat. Insofern tolles Produkt, großes Lob an Fire Event und damit wird mir weitergehen zum nächsten Stand. Jetzt sind wir angekommen beim Stand von Leslie. Die meisten werden es sofort gesehen haben anhand des Bildes. Der Karma Booster hat ja schon die Runde gemacht. Ein monströser Verbund, wo man einfach massiv auf Volumen setzt. Ansonsten auch ein ganz toller Verbund. Unsere zwei interessantesten Entdeckungen hier auf dem Leslie-Stand, wo man auch jede Menge Neuheiten findet. Eine tolle Hommage an Valencia. Und ja, damit gehen wir schon zum nächsten Stand. Ja, hier beim Stand von StarTrade, was haben wir entdeckt? Es gibt jede Menge Neuheiten, aber ich glaube für die Freunde des Knalls ist vor allem interessant der Bodenknallkörper mit immerhin 50 Gramm NEM. Sicherlich eine interessante Alternative dann zu den übrigen Cobras, gibt es ja auch in verschiedenen Grammaturen, Töpfe und dergleichen. Ja, weiter zum nächsten Stand. Man sieht es schon, gelb. Wir sind angekommen bei Nico. Hier einige schöne Neuheiten, vor allem an den Freak-Bereich und Profi gerichtet, die Delta Fire Serie. Dazu auch super interessant, diese kleinen schönen Sachen. Kickstarter haben ja auch schon so ein bisschen die Runde gemacht. Single Shots, Donnerröhren, mal wieder mehr auf deutsche Namen gesetzt. Auch wieder eine interessante Entwicklung, die man jetzt zunehmend im Feuerwerkmarkt sieht. So, dann zum nächsten Stand.
So, Pyrrhus, wir sind auf dem Stand von Weco angekommen. Weco, dieses Jahr auch innovativ, wie es Zink schon vorgemacht hat, mit einer Kappe, die gänzlich biologisch abbaubar ist, was ziemlich wichtig ist aus unserer Sicht, denn leider liegt ja doch zu Silvester immer sehr, sehr viel Papier herum, sei es bei den typischen chinesischen Raketen mit dem Treiber oder auch der Kappe selbst. Weco hat sich also hier Gedanken gemacht. Einmal hat man einen Papiergranulat, biologisch abbaubar, und dann hier eine Papierschlacke, die man mit Bindemitteln versetzt hat und dann auch recht gut zu einer spitzen Variante formen konnte. Diese Version ist etwas dicker, die etwas dünner. Also ich könnte mir vorstellen, die ist auch schneller abbaubar. Hoffentlich setzt sich das hier durch. Wir schauen weiter zum nächsten Stand. So, und damit sind wir jetzt auch schon beim Ende unserer Tour, angekommen beim Funkelstand. Hier hat Malte sich einen Spaß gemacht aus dem Coronavirus. Wir hoffen sehr, es bleibt dabei und es bleibt dann auch wirklich ein Lacher und wird nicht viel ernster, als man unter Umständen zurzeit auch annehmen kann. Coronavir, Atemschutz und natürlich das Virus on top. Alle schmunzeln so ein bisschen. Wie gesagt, wir hoffen alle, dass es dabei bleibt. Und ja, wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was uns jetzt noch sehr interessieren würde, was würde euch an Produkten, an Neuheiten besonders interessieren? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Videos. Bis bald, Pyros, macht's gut. Pyroweb.de. Feuerwerk. Das ganze Jahr.